Hallo, meine Liebe, hier ist der Dolt wieder mit einer kleinen Mod-Vorstellung. Ich hatte ja schon mal den MB-Truck 1000 vorgestellt. Hier haben wir das Modell MB-Truck 1100 bis 1800. Das Urmodell ist von Schlüterfan 1977 und Model Leica. Konvertierung im LS19. Umbauten Fusch, Unguided, PJ. Die Konvertierung LS22 ist von Oscar Zulu. Instagram hat der Agropic Ost. Kann man ihn finden? So, dieser MB-Track wurde von Unguided und PJ für den 19er flott gemacht und bereits veröffentlicht. Da mir aber so gut gefiel, beschloss ich für mich, ihn in den 22er zu holen und alle skriptbasierende Sachen auf 22er Standard umzubauen. Ist doch schon mal eine schöne Sache. Das heißt wiederum, er ist so wie ich ihn für mich haben wollte. Also er hat ihn umgebaut, hat ihn konvertiert, alles, dass er in 22 also auch läuft. Er schreibt, sobald Simple SC verfügbar ist, wird das natürlich geupdatet. Im Moment gab es noch kein Update, mal gucken, vielleicht kommt es demnächst. Daher denke ich mal, also ein bisschen haben wir noch ein paar Infos von ihm. Diverse Designkonfiguration Standard, MB-Truck Edition, Silberdiesel, Silber. Schwarz und Silber, Schuko Sondermodell, Stotz, 1800 Intercooler Museum, Aeropix Ost und Bundeswehr, wer es mag. Diverse Reifenkonfiguration, verschiedener Auspuff, Heckgewichte 300, 600 und 900 Kilogramm, Radnabenabdeckung, Frontscheiben Standard und Ausstellscheibe, Heckscheibe ist auch Standard oder auch Ausstellscheibe und Auspufffarbe ist auch möglich. So, wir gehen jetzt mal in den Shop. Ist bei den mittelgroßen Dingern drin hier. Standardmodell ohne viel Extras, günstig, 97.000. Ich habe ihn gerne gefahren im 19er, ganz ehrlich. Hier haben wir das Standardmodell. Wir gehen mal ganz die Farben erstmal durch. Hier Bundeswehr. Wir gehen aber von der anderen Seite, wie ich es vorgelesen habe. MB-Truck. Wer gerne es mag, und diesen dunkelgrün. Silberdistel. Ich bin ihn persönlich gerne mit Silberdistelfarben gefahren. Silber, Schwarz und Silber, Schuko Sondermodell, Stotz haben wir da und das ist dieses Intercooler Museum. Sieht natürlich auch nicht schlecht aus mit diesem bisschen Rot da vorne. Und Aeropix Ost Design haben wir auch noch und dann kommt wieder die Bundeswehr. Wir nehmen jetzt mal einfach, gucken wir uns Bundeswehr jetzt mal an. Reifen, Standard, Breitreifen, Reifen mit 9 Felgen, Breitreifen 38, 710 gibt es und Pflegebereifung. Sieht ein bisschen lustig aus, aber naja, man will ja die Felder nicht kaputt fahren, wenn man Fruchtzerstörung anhat. Gehen wir wieder auf die Standard, jetzt Auspuff. Haben wir verschiedene Varianten. Mein Favorit, die. Also, ganz ehrlich. So, Heckgewichte. Gucken wir jetzt uns hier auch mal an kurz. 300, 600 und 900. Radnabenabdeckung. Standard. Ja. Dann hat man so in Schwarz. Oder mit Stern, wenn man den Mercedes-Stern dran haben möchte. Ist auch eine schöne Sache. So, dann gibt es die Heckscheiben. Da gucken wir mal. Die Standard und mal ein bisschen breiten. Gibt es da auch. So nach hinten. Gibt es auch für vorne. Kann man machen. Motorausführung haben wir jetzt den mit 110 PS. Dann haben wir gleich 130. 136. 146. 150. 166. Der 1800 Intercooler, also 186 PS ist schon eine Ausnummer. Darum, also, ui, darum, schickes Ding. So, das wäre es im Großen und Ganzen, was man so einstellen kann. Ich habe mir schon einen hier hingestellt für euch. Oh, hört euch den Sound an. Und die alte Hupe ist auch dabei. Schön geschaltet. Sieht man eine schöne Animation. Finde ich auch gut. So, Blinker.
Linker links geht. Linker rechts geht. Warnlicht. Geht auch. Licht. Wunderbar. Gucken wir uns gleich nochmal in Dunkeln an, aber erstmal wollen wir mal ein bisschen fahren damit. Ich liebe das Geräusch von diesem Gerät, ey. Also echt schönes Gerät. Ich fahre vom Baum. Wie schon gesagt, Simple AC ist noch nicht verbaut. Sobald es drin ist, wird es natürlich noch schöner, dass man dann überall die Fenster hier schön öffnen kann. So wie wir es aus dem 90er gewohnt ist, jedenfalls ich. Jetzt fahren wir mal zurück zur Straße. Ja, die Franzosen, die fahren auch hier immer wieder. Mann, Mann, Mann. Also, normale Standardkarte ist aber bestimmt optimal. Für eine Vierfachkarte würde ich ihn jetzt nur wirklich als Hofgerät benutzen. Weil für was anderes ist er, glaube ich, ein bisschen zu klein für so eine Vierfachkarte, der kleine hier. So als Anfang vielleicht, ja. Und dann später braucht man dann echt einen großen Trecker. Also vierfach, nur für den Hof würde ich ihn nehmen. Aber wir wollen ja mal gucken. Darum gehen wir mal ein bisschen durch. Irgendwo war doch die Zeit da. Zeit stehen wir mal spät nachts ein, um einmal auch das Licht im Dunkeln zu sehen. Es regnet mal wieder, typisch. Na, das ist doch mal eine Ausleuchtung. Oh, damit kann man aber gut arbeiten im Dunkeln mit der Ausleuchtung. Macht hier schön übers Feld im Dunkeln und ist optimal ausgeleuchtet, das Feld. Gute alte Mercedes-Technik halt. Also macht schon Laune. Der macht Laune. Wer gerne auf MB-Truck steht, den kann ich wirklich empfehlen. Darum. Darum. Alles in Ordnung, kein Gemeckere oder Fehler. Super sauber das Ding. Daher. Wunderbar. Link haue ich unten rein, wo ihr ihn wegkriegt. Und ich würde sagen, dann wünsche ich euch, die ihn runterladen, viel Spaß mit dem Gerät. Und man sieht sich, man hört sich. Ciao, ciao.